Wir wollen mehr Demokratie wagen. Scheitert der Euro, scheitert Europa. Der Stichtag. Die Chronik der ARD. 1. Mai 1996. Heute vor 25 Jahren ging die Bremer Vulkanwerft in Konkurs. Birgit Sagemann. Das Ende hat sich abgezeichnet. Schon im Februar, am Aschermittwoch, hat der völlig überschuldete Werftenverbund einen Vergleich beantragt. Aber die Gläubiger waren nicht bereit, auf Forderungen zu verzichten. Noch nicht mal reden wollten sie darüber, so Konkursverwalter Jobst Wellensiek. Trotz aller Bemühungen des Vorstandes und auch der Verwalter war ein solcher Verzicht nicht zu erreichen. Wir stehen total mit dem Rücken zur Wand. Und so wird am 1. Mai das Aus besiegelt. Vorstandschef Udo Wagner, erst 3 Monate zuvor als Sanierer geholt, verkündet den Konkurs. Für das Unternehmen, seine Aktionäre, seine Mitarbeiter, seine Gläubiger findet heute eine historische Zäsur statt. Ausgerechnet am Tag der Arbeit gehen beim Bremer Vulkan endgültig die Lichter aus. Neben der Verbund AG gehen auch die Vulkan-Stammwerft in Bremen-Fegesack und die Bremerhavener Stichau-Siebeck-Werft in Konkurs. Und tausende Beschäftigte stehen vor einer ungewissen Zukunft. Die Stimmung ist so miserabel. Weil wir ja auch keine Ausweichmöglichkeiten haben. Wir haben hier nur die Werften. Meine Familie, wir leben von dieser Arbeit. Wo soll man wieder Arbeit finden? Ich gebe mir keine Illusionen. Ich rechne mit dem Schlimmsten. Wenn die Werften sterben, dann ist Bremerhaven tot. Und ich selber bin 26 Jahre auf der Stichau-Siebeck-Werft. Mein Sohn ist an der Ausbildung. Oh Mann. Und ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Gegen Ex-Vulkan-Chef Friedrich Hennemann ermittelt die Staatsanwaltschaft inzwischen wegen des Verdachts der Untreue. Mit ehrgeizigen Plänen hatte er 1988 den Job an der Spitze übernommen. Einen globalen maritimen Technologiekonzern wollte er schaffen. Das Jahrhundert der Raumfahrt ist vorbei. Wir stehen vor dem Jahrhundert der Ozeane. Denn dort liegen die Schätze, die Probleme dieser Welt lösen. Immer mehr kaufte Hennemann dazu. Die ostdeutschen Werften in Wismar und Stralsund, das Dieselmotorenwerk Rostock, STN Atlas Elektronik und der Maschinenbauer Dörries Scharmann, sie alle gehören am Ende zu den rund 100 Firmen im Vulkanverbund. Der hat 23.000 Beschäftigte und 2,5 Milliarden Mark Schulden. Die Pleite, so Konkursverwalter Wolfgang van Betterei, markiert das Ende einer nicht abgesicherten Expansionspolitik, begleitet von einem völlig fehlgeschlagenen Versuch der Diversifizierung. Aber die Verantwortung dafür trägt nicht nur Hennemann. Der kommt nach 6 Wochen U-Haft wieder frei. Das Verfahren wegen Untreue wird eingestellt. Untersuchungsausschüsse in Bremen, Bonn und Schwerin kommen später zu dem Schluss, dass auch mangelnde Kontrolle von Politik, Treuhandanstalt, Aufsichtsräten und Wirtschaftsprüfern zum Zusammenbruch des Vulkan führte. Die ostdeutschen Werften sind vor dem Konkurs aus dem Verbund herausgelöst worden. Aber die Vulkan-Stammwerft in Bremen-Fegesack und Schichau-Siebeck in Bremerhaven trifft es. Wir haben die Scheiße ja nicht gebaut. Wir müssen das ausbügeln. Der Großvater von meiner Frau war Vulkanese, der Schwiegervater war Vulkanese, ich bin Vulkanese, mein Sohn ist Vulkanese. Hat jetzt leider ein Ende. 4.500 Schiffbauer wechseln für 12 Monate in eine Beschäftigungsgesellschaft. Ein Teil wird an die Werften verliehen, um die letzten Aufträge abzuarbeiten. Im August 1997 ist auf der Vulkanwerft endgültig Schluss. Nach mehr als 100 Jahren Schiffbaugeschichte wird sie dicht gemacht. Angefangen hat alles mit dem Konkurs des Bremer Vulkanverbundes, heute vor 25 Jahren. Der Stichtag. Die Chronik von ARD und Deutschlandfunk Kultur. Produziert von Radio Bremen.